Die Mutter hat gesagt, ich hätt's geträumt, flüsterte sie. Es kommen oft Leute in der Nacht im Traum, die sich bei Tag nicht sehen lassen, sagt die Mutter. Großvater und Großmutter, die sind schon lange im Himmelreich, und wenn sie nachts kommen, so ist's geträumt. Bist du im Himmelreich? Nein, sagte der Namenlose. Ich bin auf Erden. Ich lebe. Warum kommst du dann nicht, wenn's Tag ist? Weil mein Pferd bei Tag den Weg gar langsam trabt, gab der Namenlose zur Antwort. In der Nacht aber, da fliegt es durch die Luft in Windeseil, in einer Stunde 500 Meilen. Maria Christine nickte eifrig mit dem Kopf. Es gefiel ihr, dass das Pferd so rasch durch die Luft flog. Dann fuhr sie fort. Das erste Mal, als ich dich klopfen hörte, da dachte ich, das ist der Herodes. Wollt ihn nicht sehen. Warum hast du den Hut so tief in die Stirne gezogen? Bist du der Herodes? Nein. Du weißt wohl, wer ich bin. Ja, ich weiß es. Und ich habe auch nicht Angst. Ich kenne dich an der Stimme. Und wenn die Mutter morgen wiederum sagt, ich hätt's geträumt, so war's geträumt, sagte der Namenlose leise und eindringlich. Eins ist klar, Neudeutsch Plotting beherrscht dieser Mann wie kein zweiter mir bekannter Autor. Es war wirklich das erste Mal, dass ich mir dachte, das alles stammt aus dem Hirn eines einzelnen Menschen. Jemand hat eine ganze Welt aus sich heraus entstehen lassen. Und hätte er das Buch nicht geschrieben, hätte niemand die Möglichkeit, Teil dieser Welt zu werden. Aber weil wir das Glück hatten, dass in ihm ein Gedanke gereift ist, und man muss sich das so vorstellen, am Anfang steht bei Leo Perutz immer eine zündende Idee, ein Gedanke, und auf Spaziergängen hat er den dann immer detaillierter ausgestaltet. Dann kommt natürlich die umfassende Recherche dazu, gerade bei historischen Stoffen wie diesem. Und erst wenn die Handlung vollständig Kontur angenommen hat in seinem Kopf, dann beginnt er mit der Niederschrift des Buches, und da geht er dann wieder extrem penibel vor, weil seine Sprache, seine Sätze immer durchrhythmisiert sein müssen. Also darauf hat er großen Wert gelegt, dass, wenn man seine Texte laut vorträgt, sie möglichst musikalisch klingen. Das Beste ist aber, man merkt es nicht. Also er hat ein andermal bekannt, dass sein schriftstellerisches Credo eigentlich lautet, er möchte so schreiben, wie seine Großmutter ihm Geschichten erzählt hat. Das finde ich fantastisch. Sowas möchte ich auch lesen. Aber man bemerkt die Akribie dahinter nicht. Also man beginnt zu lesen und hört nicht auf zu lesen. Und ich habe immer so den Eindruck, dass es Romane gibt, wo sich Sprache zu sehr in den Vordergrund drängt, sodass man irgendwann der Handlung gar nicht mehr folgen kann oder will. Und dann gibt es am anderen Ende des Spektrums, das sind dann vielleicht die Unterhaltungsromane, Bücher, wo Sprache eigentlich zu einer Art Durchgangsmedium für Handlung verkümmert. Also Lesen als Kinoersatz. Man möchte, wenn man ein Buch aufschlägt, wie auf einer Leinwand irgendwie ein Geschehnis vor sich haben, präsent haben oder vor dem inneren Auge. Und Sprache soll eigentlich möglichst zurückgefahren sein und nicht stören dabei. Und ich glaube, in der Mitte zwischen diesen beiden Auffassungen oder Spielarten von Literatur steht Leo Perutz. Deshalb glaube ich, dass er ein Autor ist, der von beiden Polen gleichermaßen geliebt werden kann und entdeckt werden kann. Also bei ihm entsteht immer der Eindruck, Form und Inhalt sind vollständig harmonisch austariert. Denn ich gestehe euch offen, reine Unterhaltungsliteratur kann ich gar nicht mehr lesen. Also Unterhaltungsliteratur, die keine eigene Sprache mehr besitzt. Da fühle ich mich unterfordert, manchmal regelrecht wütend. Und auf der anderen Seite bin ich aber selten auch bereit, mich auf einen reinen Ritt durch die deutsche Sprache einzulassen, wo mein Augenmerk dann ständig auf die Materialität von Sprache gelenkt wird, anstatt auf die inneren Bilder, die dabei erzeugt werden. Ist auch eine reizvolle Erfahrung, aber nicht der Grund, weshalb ich Geschichten lese. Also ich will schon ein Kopfkino haben, während ich lese. Und im schwedischen Reiter habe ich ein Dauerkopfkino. Also ich kann gar nicht anders, als die Szenen unmittelbar vor mir zu haben, sie mir zu vergegenwärtigen. Und das hat natürlich wiederum mit der stilistischen Qualität zu tun. Also so viel der ausufernden Vorrede. Der schwedische Reiter, wer ist der schwedische Reiter? Das ist eine gute Frage. Denn eigentlich sind es zwei Menschen. Das Umschlagbild, das deutet vielleicht schon darauf hin, das zeigt ein surrealistisches Gemälde von, wie heißt er, Max Ernst, glaube ich, die Windsbraut. Also wenn man genau hinsieht, zeigt es zwei ineinander verschlungene Pferdekörper, wo man gar nicht so genau weiß, wo fängt der eine an, wo hört der andere auf. Und das Setting ist leicht gesagt, spielt in Schlesien im Jahre 1701, während des Krieges zwischen August dem Starken und Karl dem XII. Von Schweden. Und inmitten dieser grausamen Gegend voller Lynchjustiz, wo niemand von niemandem sicher ist, da treffen sich zwei Menschen, die finden einander und schließen so eine Art temporäre Zweckfreundschaft. Der eine ist ein Dieb, ein Marktdieb, ein Vagabund, ein Landstreicher, und der andere ist ein Edelmann, ein gebürtiger Schwede, der im schwedischen Heer mitgekämpft hat.
und aber desertiert ist und beide müssen also fürchten, aufgespürt zu werden und dann gehängt zu werden oder ähnliches. Es wäre jetzt müßig, im Detail die Handlung nachzuerzählen, aber Leo Perutz wird immer magischer Realist genannt, ne, um diese lateinamerikanische Bezeichnung mal zu verwenden. Das heißt, das Spiel mit übersinnlichen Elementen ist ihm nicht fremd. Und das ist das Besondere, er lässt es so darstellen, als wäre es das Normalste der Welt. Das ist vielleicht in einer Zeit, in der Frömmigkeit, Religiosität, Aberglauben noch sehr stark ausgeprägt waren, vielleicht gar nicht so verwunderlich, wenn dann da mit einmal ein toter Müller, wieder aufersteht und seine Mühle mal wieder besuchen kommt und da just auf diese beiden Landstreicher trifft, die sich da Zutritt verschafft haben und sich von der Kälte draußen ein wenig erholen wollen, zu Kräften kommen wollen. Und aus dieser Dreierkonstellation in dieser Mühle erwächst dann im Folgenden eine hochkomplexe, raffinierte, auch mörderische Geschichte um einen Identitätstausch, wobei es ein unfreiwilliger Identitätsraub ist, müsste man eigentlich sagen. Denn dieser Dieb, der es ja gewohnt ist, in fremde Häuser einzubrechen, der soll im Auftrag dieses schwedischen Edelmannes, Christian von Tornefeld heißt er übrigens, von einem seiner Verwandten ein paar Taler auftreiben. Und der Autor weiß im Übrigen auch, wie er sprachlich agieren muss, um die Spannung auf dem höchsten Level zu halten. Also wie heißt es hier so schön? So betrat der Dieb zum ersten Mal das Haus, über das er 2 Jahre später als Herr gebieten sollte. Und man traut seinen Augen nicht und denkt sich, wie soll das möglich sein? Wie jetzt? Der Dieb soll künftig über das Haus herrschen? Und obwohl er, der Autor hier ja eine Information vorwegnimmt und man sagen könnte, er löst die Spannung damit auf, passiert paradoxerweise genau das Gegenteil. Dadurch, dass wir wissen, worauf die Handlung zusteuert, versuchen wir uns die ganze Zeit einen Reim darauf zu machen, wie zur Hölle er das anstellt. Also kurz gesagt, der Dieb, der hat die Schnauze voll. Er kann es nicht länger mit ansehen, dass seinesgleichen, also im Grunde nur arme Kleinkriminelle, die ums Überleben kämpfen, dass die andauernd von den Adligen, von denen da oben, verstümmelt, hingerichtet, anderweitig bestraft werden, während die eigentlich bösen Menschen, die wirklichen Verbrecher, hier auf diesem Hof ein- und ausgehen und das junge Fräulein wirtschaftlich hintergehen, der das Haus und die Felder und die Grundstücke überall gehören. Dieses junge Fräulein wird dann später die Geliebte des Diebes, der dann aber nicht mehr der Dieb ist, sondern eben Christian von Tornefeld, weil in ihm reift der Plan, seine Identität anzunehmen, um seiner Herkunft zu entrinnen. Und tatsächlich, als er dann der Herr wird, floriert wirklich alles, die Felder, die Ernte wird wieder ertragreich, aber er muss eben immer wieder fürchten, von seiner Vergangenheit eingeholt zu werden. Das klingt alles wie ein Märchen, wie ein Kunstmärchen. Ich musste auch häufig wegen der Reiterfigur an Theodor Storm, der Schimmelreiter, denken. Also es tauchen tote Müller auf und Könige und Räuberbanden, die sich in Wäldern versteckt halten. Das mutet doch alles aus heutiger Sicht märchenhaft auch an, auch wenn das natürlich auch mit der Zeit zu tun hat. Damals gab es das alles. Trotzdem ist es für ein Märchen eigentlich viel zu episch angelegt, also viel zu ineinander geflochten, ineinander geschachtelt, viel zu komplex, wie es eigentlich nur ein großer Romancier kann, der jeden einzelnen Handlungsfaden in der Hand hält und weiß, wie er die am Ende zusammenführen muss. Ich gestehe euch, ich habe seit Jahren keinen derartigen Sog mehr verspürt, der mich immer weiter in diese Welt hat versenken lassen. Jetzt gibt es vielleicht einige von euch da draußen, die sagen, das sei das ultimative Kennzeichen für Unterhaltungsliteratur. Aber wenn nur die minderwertige Unterhaltungsliteratur mir Spaß macht, dann lese ich künftig nur noch minderwertige Unterhaltungsliteratur. Wozu lese ich denn in erster Linie? Um mich zu beglücken, um Spaß zu haben. Wozu sonst? An einer Stelle hatte ich regelrecht Herzrasen und das zeigt auch nochmal, wie dieser Autor die Kunst der Spannungsführung beherrscht. Ja, als sich nämlich in einem dunklen Raum 2 Menschen gegenüberstanden und man wusste, einer von beiden wird den anderen gleich umbringen. Also damit einer von ihnen ungeschoren davonkommt. Und ich weiß noch, wie meine Pupille da ständig ein paar Zeilen runtergezuckt ist, weil ich nicht abwarten konnte, was passiert. Zu den Figuren oder zur Figurenrede müssen vielleicht noch ein paar Dinge gesagt werden. Die sprechen nämlich in einem altertümlichen Deutsch. Daran muss man sich vielleicht erstmal gewöhnen. Das ist auf den ersten Seiten etwas befremdlich, aber irgendwann sieht man ein, die Sprache ist unabdingbar, um eine historische Wirklichkeit erfahrbar zu machen. Und historische Wirklichkeit ist natürlich auch wieder ein relativer Begriff, denn wie gesagt, die Wirklichkeit ist durchsetzt von Sagen und Legenden und wieder auferstandenen Toten, aber der zeitgeschichtliche Hintergrund, der ist ja trotzdem da. Der Autor hat extrem akribisch recherchiert, auch der Krieg hat wirklich stattgefunden. Und zum Zweiten verzichtet der Autor weitgehend auf Psychologisierung seiner Figuren. Das ist mir bei der Lektüre gar nicht so richtig aufgefallen, erst als ich das Nachwort von dem Herausgeber Hans-Harald Müller gelesen habe, dem wir übrigens unendlich dankbar sein müssen. Lieber Hans-Harald, falls du das hier siehst, dir gebührt, ich weiß gar nicht, was wertvoller sein kann, als Menschen schönste Literatur zu vermitteln, und zwar in
dem man bloß seinen Blick in die Vergangenheit richtet und schaut, was man da unter Umständen übersehen hat. Also fehlende Psychologisierung, das ist ja etwas, was man in modernen Romanen eigentlich immer hat. Bewusstseinsströme und Introspektion, Seelenschau, was geht in den Figuren vor. Darauf verzichtet Leo Perutz weitgehend. Aber es ist nicht so, dass die Figuren nicht ambivalent angelegt wären oder Archetypen wären. Also der Dieb ist zum Beispiel eine hochkomplexe Figur. Es ist eher so, dass uns das Seelenleben nicht ausgestanzt wird, nicht auf dem Silbertablett präsentiert wird, sondern es liegt an uns, uns das Seelenleben vorzustellen, dieser Figuren, anhand ihrer Aktionen. Und es ist wirklich ein Reigen von witzigen, grotesken Figuren, die uns hier präsentiert werden. Teilweise so lebendige Charaktere. Ich denke da an eine Szene, als die inzwischen vielleicht 5-jährige Tochter, ich weiß es nicht, dieses ehemaligen Diebs, inzwischen Christian von Tornefeld, auf zwei Ganoven stößt, die da auf dem Hof des ehemaligen Diebs aufkreuzen, die er von früher kennt. Und wie man das vielleicht kennt, ein Kind ist extrem furchtlos. Ob da nun ein Gorilla vor ihm steht oder ein zahmes Kaninchen, ist relativ egal. Und wie sich dieses kleine Prinzesschen den beiden Banditen jetzt präsentiert und wie sie ihrerseits sich so rührend verhalten, das war einfach köstlich, das war herrlich. Allein für die Szene lohnt sich das Buch. Und zum Schluss muss gesagt werden, diese Sentenzen, sie schweben, sie fließen so schön dahin und man hat selten das Gefühl, dass bei einem Buch wirklich jedes Wort sitzt. Aber hier hat man deshalb das Gefühl, dass es so ist, weil nun mal der Autor jedes Wort sorgfältig erwogen hat. Also Perutz hat schon was von einem Handwerker oder von einem perfektionistischen Konstrukteur, der jahrelang ein Bauwerk plant, ja meinetwegen eine aufwendige Architektur. Und bei dessen Ausführung hat er natürlich das Endprodukt schon im Kopf, sitzt am Ende jeder Giebel, jede, ich weiß nicht, Arabeske, jede Arkade, da wo sie sein soll. So mit diesem architektonischen Fachvokabular oder möchte gern Fachvokabular schließe ich dann jetzt die Aufnahme. Der schwedische Reiter, der wird bestimmt noch lange Zeit in mir herumgeistern, herumspuken und hoffentlich in eure Bücherhallen einziehen. Also ich würde es euch wirklich wünschen, dass dieses fantastische Buch in euer Bücherregal einzieht. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal. Ade.